Einmal bitte Platz machen für den Chef. Hallo. Hallo. Jens Keller und der Trainingsauftakt 2014-2015. Glück auf, oder wie wir auch gerne sagen, frohes neues Jahr. Alle Augen natürlich auf die Neuen. Fabian Giefer kommt hier an der Seite von Co-Trainer Sven Hübscher. Und Sydney Sam hat sich Ralf Fährmann als Wingman ausgesucht für seinen allerersten Auftritt auf Schalke. Bestens gelaunt, wie man sieht. Die ersten Schritte aufs Trainingsgrün. Hier werden Sie in den nächsten Wochen jeden Grashalm kennenlernen. Das ist mal klar. Sydney Sam nach 4 Jahren in Leverkusen, auch für ihn hier alles neu. Muss er sich erstmal eingewöhnen. Aber einen kennt er. Peter Hermann, der kommt hier über den Seiteneingang. Der große Auftritt, nicht sein Stil. Die erste Ansprache. Jens Keller, das Trainerteam, die Mannschaft. Und dann heißt es laufen, laufen, laufen. Christian Fuchs bewegte sich noch individuell, aber er wird in den nächsten Tagen schon dazustoßen zu der Mannschaft. Jefferson Farfan war in der Kabine geblieben. Alles hört auf ihr Kommando in den nächsten Wochen. Henrik Kuchner und Ruven Faller, die Reha- und Kondi-Trainer, die Spieler werden sie verfluchen. Noch nicht dabei die ehemaligen A-Jugendlichen um Leroy Sané und Pascal Itter sowie Max Meyer, die waren ja alle mit den diversen U19-Mannschaften noch länger beschäftigt und werden am kommenden Montag, den 7. Juli, zum Team stoßen. Fliegen lernen, eine Aufgabe, das schönste Trainingstor im ersten Spielchen, das schoss Leon Goretzka. Sydney Sam hat die ersten von tausenden Pässen in Königsblau in den Beinen. Fabian Giefer, die ersten von tausenden, zehntausenden Bällen, die Holger Gerke, der Torwarttrainer, ihm zuspielen wird. Im Anschluss dann die ersten 100 Autogramme und genauso viele Selfies. Glück auf und herzlich willkommen auf Schalke, Fabian Giefer und Sydney Sam.